Ilar heißt das seit dem Wochenende in Düsseldorf. Ich hoffe, ich habe es gut ausgesprochen. Oder eben willkommen in der Ellerstraße. Da gibt es jetzt das erste arabische Straßenschild in Deutschland, zusätzlich zum Deutschen natürlich. Ein Zeichen für die Vielfältigkeit in unserer Landeshauptstadt, sagt die Stadt. Aber Sie können sich das denken, auch die Kritik, die hat nicht lange auf sich warten lassen. Carsten Kulawik zeigt, wie das arabische Schild denn ankommt. Dieses Schild, es ist klein und sorgt für eine riesige Diskussion. Die Ellerstraße in Düsseldorf, jetzt ganz neu, auch in arabischer Schrift. Majid El-Kamouzi ist Deutsch-Marokkaner, in der Gegend aufgewachsen. Das neue Straßenschild, für ihn eine wichtige Geste. Als ich ganz klein war, da war das noch nicht so mit dem Willkommensein hier, weißt du? Da hast du noch oft so Blicke bekommen, da war noch so ein bisschen, wir meiden das Viertel. Jetzt ist das so für mich ein Zeichen, ey, ihr seid angekommen, man hat euch hier gern. Und ja, seid Teil der Gesellschaft, ne? Das deutschlandweit erste Schild in arabischer Sprache kommt wie an? Ich habe mich darüber gefreut. Wenn wir es nicht hier machen, sollen wir es dann sonst machen? Aber es gibt auch die Sorge, dass wir vielleicht später mal nur solche Schilder sehen. Das passt mir gar nicht. Gerade im Netz sorgt das neue Schild für reichlich Zündstoff. Es wird heiß diskutiert, auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Total überflüssig. Falsche Art der Toleranz und Vielfalt. Wir sind in Deutschland, da sollte auch bitte alles in deutscher Sprache bleiben. Wer hier sein will, lernt Deutsch. Bedenkt man, dass jeder hier die deutsche Sprache lernen soll, um sich zu verständigen bzw. auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren, ist das der falsche Weg. Es sind nicht die ersten arabischen Buchstaben, die wir im Düsseldorfer Stadtteil entdecken. Wir sehen Geschäfte, Cafés, Supermärkte, alles in Arabisch. Die Idee für das Schild hatte das Düsseldorfer Ratsmitglied Sami Shashira als Symbol für die vielen Marokkaner in Düsseldorf. Dass sie in ihrem Dasein gewürdigt werden, dass sie anerkannt werden, vor allem wird ihre Lebensleistung dadurch auch ein Stück respektiert und das ist am Ende für uns alle gut. Das arabische Schild in Oberbilk ist übrigens nicht das erste fremdsprachige. Im Zentrum gibt es auch japanische Schilder in einer Gegend mit vielen asiatischen Läden. Eine kleine Idee mit riesengroßer Wirkung. Die Diskussion um dieses Schild geht jetzt erst richtig los. Das kann ich mir vorstellen. Und gleich bei uns in Sat.1 NRW, Megastar